Das ist so viel zu sammeln. Vielleicht sollte ich auch einfach mal irgendwie, ohne es aufzunehmen, ganz viel Zeugs einsammeln. Jetzt suche ich erstmal nur nach Holz. Ich sehe jetzt schon so viel Zeugs. Dabei hätte ich gern Holz gefunden. Was ist das hier? Nichts. Wieder, ich wollte eigentlich nicht schlagen, aber gut. Ha. Gibt's denn jetzt hier Holz, was wir gebrauchen können? Hier? Oh, ja. Das ist unseres. Tada! Okay. Konnten wir nicht irgendwie auch noch schneller rennen? Ich glaube nicht. Oh. Ich kann die einfach so aktivieren, die Fähigkeiten. Kann man ja mal machen. So, dann aber schnell zurück. Obwohl, gibt es noch irgendwas, was wir tun können? Ich glaube nicht, ne? So. Letzte Notizen. Genau, müssen wir nur noch zurückbringen. Okay, am besten wir bauen uns jetzt einfach mal eine Rüstung und ändern die dann auch noch. Dann verstehe ich vielleicht das Prinzip besser. Ich laufe aber jetzt erstmal hier einmal durch. Das geht auch schnell genug. Da muss ich nicht extra ins Menü zurück und danach suchen. Und dann den Wegpunkt wegmachen. Da, das sieht irgendwie so aus, als wäre das langsamer. Und weniger Bildern pro Sekunde. Das ist der Rest. Komm schon, du hast unsere Pferde gesehen. Die meisten von ihnen sollten Flüge ziehen. Wir sind nicht alle mit schicken Pferden aufgewachsen. Ich sehe kein einziges Pferd. Hier reiten wir auf allem, was uns trägt. Warum bist du überhaupt hier bei den Speeren? Oh, Mist. Vollen Mist. Ich bin ein guter Reiter. Sag mir nicht, ich komme hier nicht raus. Nun, ich dachte, hier wäre ich nützlicher. Wir werden sehen. Beinahe feststecken geblieben hier drin. Okay. Okay, ich soll erst eine Rüstung herstellen. Egal welche. Ich denke, das sollte ich herstellen. Onyx macht Chance, dass das Ziel ins Straucheln gerät höher. Sommerstein. Schaden gegen Block und mehr Konstitution. Aber da wir am meisten Eisen haben, mache ich es mal aus Eisen. Gegenstand herstellen. Anscheinend haben. Übrigens, dieser Sound ist ein Achievement-Sound. Irgendwie merkwürdig. Jetzt müssen wir es noch modifizieren mit dem Auswählen mit einem schweren Armschutz. Änderung bestätigen. Bling. Okay. Entweder sind das Achievement-Sounds oder Quest-Sounds. Knot. Moment. Bringt mir das jetzt nichts? Wiedersehen. Als dann. Anscheinend hat es mir doch was gebracht, oder? Yep. Ich will jetzt erstmal das ganze Zeug verkaufen, was wir schon wieder bekommen haben. Moment, warum habe ich die gerade verkauft? Zurückkaufen geht anscheinend so nicht. Drehrüstung der Inquisition. Nein, das können wir verkaufen. Komisch. Muss ich es vielleicht so machen? Ja. Das ist etwas merkwürdig. Ach so, die Speerrüstung ist nur für Schurken. Moment, was hat Warwick denn jetzt an? Speerharnisch. Merkwürdig. So viel Zeugs zu tun. Okay, er ist noch nicht Stufe 4. Aber das ist er bald, also können wir das trotzdem behalten.
So, jetzt aber erstmal zurück. Zu Theron. Oder so heißt sie doch. Moment. Ich sollte vielleicht zuerst zu Adan. Oder Aiden. Er hat sich, glaube ich, selbst Adan genannt, nicht wahr? Dann nenne ich ihn auch Adan. Genau, das ist der Grund. Genau, was ist der Grund? Moment. Naja. Zack. Ihr seid zurück. In einem Stück. Ist das nicht unglaublich? Bitteschön, da sind die Notizen. Ihr habt erwähnt, dass Meister Tejin vielleicht an etwas Besonderem arbeitet. Ich habe hier seine Notizen, falls euch die weiterhelfen. Ha, der alte Knacker stand kurz vor einem Durchbruch, hat es aber nicht erkannt. Sagt einfach Bescheid, wenn ich euch irgendwas davon mischen soll. Okay, Wiedersehen. Lebt wohl. Ah, der Lyriumtrank. Da ist er ja. Muss... Kann ich den so nicht reinpacken? Muss ich ihn erst vielleicht irgendwie ein andermal herstellen? Scheint so, oder? Nee, verstehe ich nicht. Warum kann ich den jetzt nicht ausrüsten? Ah, okay. So funktioniert das. Lyriumtränke gehen nur für Magier. Lasst es mich wissen, wenn er etwas braucht. Gut. Dann gehen wir mal und beschaffen die Requirierung. Dann haben die Leute hier auch bessere Waffen. Oder zumindest mehr Waffen, was gut ist. Denkst du, die Magier können die Bresche schließen? Genau. Bitteschön. Extra. Eine Macht mehr. Immerhin. Der Einfluss ist um 280 gestiegen. Das war gute Arbeit mit diesen Vorräten. Jetzt können die Schmiede unsere Truppen besser ausstaffieren. Mhm. Ich glaube, ich bin aufgelevelt. Aber unsere Rekruten haben jetzt bessere Chancen, wenn das nächste Monster aus irgendeinem Riss springt. Und das ist ziemlich wichtig. Gibt's noch mehr? Falls ich Material für einen Spezialauftrag... Okay. Leg das einfach da drüben ab. Einer meiner Jungs holt das Material dann. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. Mit euch auch. Ach da, Macht plus eins. Ich weiß zwar noch nicht, was das macht, aber gut. Dann bleibt uns jetzt nur noch diese Mission. Die Bedrohung bleibt bestehen, das ist klar. Ich meine, es gibt bestimmt noch wesentlich mehr Risse, wenn ich überlege, wie viel da rausgeflogen sind. Aber ich glaube, die Bresche ist immer noch das größte Problem. So, ihr Leute, poppt der mal einfach auf. Beunruhigt es euch? Ich in meiner shiny, shiny Armor. Meiner glänzenden Rüstung, also wirklich. Die Bresche ist noch offen. Das ist so witzig mit dem Auge. Ich wäre es gern los. Woher stammt das? Das ist eine gute Frage. Es beunruhigt mich auf jeden Fall immer noch. Ich wünschte, ich wüsste, was das ist. Oder woher ich es habe. Ach, das Mal? Das finden wir heraus. Wichtig ist, dass euer Mal jetzt stabil ist. Ebenso wie die Bresche. Ihr habt uns Zeit verschafft. Und Solus denkt, ein zweiter Versuch könnte vielleicht erfolgreich sein. Vorausgesetzt, das Mal hat mehr Macht. Es hat doch jetzt dasselbe eine Macht, Maß an Macht, mit dem die Bresche geöffnet wurde. Das ist nicht leicht zu erlangen. Ihr habt eine Idee? Das klingt nach Spaß. Yay. Gefahr. sie hat bestimmt eine Idee. Ihr habt ganz offensichtlich eine Idee. In der Tat. Dann wollen wir mal sehen, was das für eine Idee ist und ob ich dabei sterben muss. Darf ich euch Kommandant Cullen vorstellen? Er ist der Befehlshaber der Inquisitionstruppen. Das ist also der eine. Oder was davon übrig ist. Wir haben im Tal viele Soldaten verloren. Und ich fürchte, bis das hier vorbei ist, werden Ihnen noch viele folgen. Das ist Lady Josephine Montillier, unsere Botschafterin und erste Diplomatin. Gut. Ich habe schon viel von euch gehört. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die und Stimme natürlich kenn ich auch. Kennt ihr Schwester Liliana. Meine Position hier umfasst ein gewisses Maß an... Sie ist unsere Meisterin. Sehr gut. Ja, taktvoll gesagt, Cassandra. War klar, dass sie jetzt Meisterspionin ist.
Das bestätigt auch eindeutig, dass das Liniana aus Dragon Age Origins ist. Aber mal ganz ehrlich, nur mal so, ich bin totaler Fan von Grand Strategy, sowas wie Crusader Kings 2, und da passen die Leute des Rats natürlich sehr gut. Es ist mir ein Vergnügen. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Ich habe angemerkt, dass euer Mal mehr Macht braucht, um die Bresche zu schließen. Was heißt, dass wir die aufständischen Magier um Hilfe bitten müssen? Das sehe ich immer noch anders. Die Templer könnten uns ebenso gut helfen. Wir brauchen Macht, Kommandant. Genug Magie, um dieses Mal... uns vielleicht alle vernichten. Templer könnten die Bresche schwächen, damit... alles nur Spekulation. Ich war ein Templer. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden. Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Das ging ja schnell. Spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also, es ist eine dumme Frage. Die Kirche denkt also, ich war's. Das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Die Kirche denkt noch immer, dass ich es war. Das ist längst nicht mehr alles. Einige nennen euch Herold Andrastes. Das macht der Kirche Angst. Oh. Deshalb haben die verbliebenen Klerikerinnen es zur Blasphemie erklärt. Und uns, die wir euch unterstützen, als Ketzer geächtet. Das ist wirklich schlecht. Das verdanken wir zweifellos Kanzler Roderick. Mhm. Das Ganze schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Magier oder Templer um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Was soll das überhaupt mit dem Herold Andrastes? Wieso bin ausgerechnet ich der Herold Andrastes? Die Leute haben gesehen, was ihr beim Tempel getan habt. Wie ihr verhindert habt, dass die Bresche noch weiter wächst. Sie haben außerdem von der Frau gehört, die im Riss gesehen wurde, als wir euch fanden. Sie glauben, es sei Andraste gewesen. Scheint wirklich sowas selbst wie Andraste gewesen zu sein. Selbst wenn wir versucht hätten, diese Vorstellung von euch zu unterbinden. Was wir nicht getan haben. Der Punkt ist, ihr seid in aller Munde. Ganz schlechter Titel, was? Was haltet ihr davon? Also ganz ehrlich, irgendwie... Ich bin mir echt nicht sicher, was ich davon halten soll, dass... Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Wie es aussieht, hat das längst die Kirche für euch entschieden. Die Leute warten verzweifelt auf einen Funken Hoffnung. Und für viele seid ihr dieser Funke. Und für andere verkörpert ihr alles, was schiefgegangen ist. Also bin ich das Problem. Mann, alle drei Sachen sind sehr interessant. Ja, ich bin also das Problem. Wenn ich also nicht bei der Inquisition wäre... Seien wir doch mal ehrlich. Sie hätten uns so oder so geächtet. Okay. Und euch aufzugeben ist keine Option. Aber ihr könnt etwas tun. Eine Klerikerin der Kirche namens Mutter Giselle hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Sie ist nicht weit weg und kennt die Beteiligten weitaus besser als ich. Ihre Unterstützung wäre von unschätzbarem Wert. Ja, es klingt irgendwie nicht nach Ärger. Ich werde mit ihr reden, mal gucken, was wir tun können. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen hat. Ihr findet Mutter Giselle in den Hinterlanden, unweit von Redcliffe. Sie versorgt dort die Verwundeten. Haltet auch nach anderen Möglichkeiten, den Einfluss der Inquisition zu vergrößern, Ausschau, wenn ihr dort seid. Wir brauchen Spione, um unseren Einfluss über dieses Tal hinaus auszuweiten. Und niemand ist besser für ihre Rekrutierung geeignet als ihr. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit weitere Optionen. Ich will nicht alles dem Herold überlassen. Der Herold, super. Immer gleich Titel einfallen lassen. Okay, was ich mich übrigens mal so frage, warum laufen diese Cutscenes in 30 Bildern pro Sekunde? Sie sind offensichtlich gerendert im Spiel selbst und keine Zwischensequenz so eingespielt oder so. Ich verstehe das nicht. Warum müssen die denn auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzt sein? Gerade Cutscenes sind jetzt nicht das Problem. Wie auch immer, euch sollte es nicht stören, da ich auch nur in 30 Bildern pro Sekunde aufnehme. Einfach aus Leistungsgründen.